die schnellen Jungs vorbeiziehen lassen, so dass ich hier meinen eigenen Rhythmus fahren kann. Ja, hallo Zolti hier, Donnerstagabend, Feierabend. Ich bin, wie ihr seht, im Schwarzwald unterwegs. Vor anderthalb Wochen habe ich ja meinen A-Schein, die Prüfung bestanden und darf jetzt auch im Ausland Motorrad fahren. Die Gegend hier kennt ihr aus dem TT-Video. Ich bin hier einmal hochgefahren und wir haben hier vor allem die Aufnahmen gemacht. Die Strecke ist wunderschön zum Fahren, aber sie ist sehr anspruchsvoll. Es gibt alle Arten von Kurven, langgezogene, sehr enge Kurven, Kombinationen, sehr viele Kombinationen sogar, also links, rechts, 180 Grad Kurven. Also man muss sich hier wirklich konzentrieren. Auf der einen Seite natürlich, dass man nicht auf die Gegenfahrbahn gerät. Was man auch immer im Blick haben muss, ist der Rückspiegel, weil zuweilen doch der ein oder andere sehr schnell hier hochfährt. Genau, das muss man im Blick haben, aber ansonsten kann man hier wirklich Kurvenfahren lernen und die Kurvenfahren-Technik und die Präzision. Wo man sicherlich ein bisschen aufpassen muss, ist, man, wenn man es natürlich dann ein paar Mal gemacht hat, dass man es dann auch immer schneller machen möchte. Ich versuche, die Kurven so zu fahren, dass ich in einem sauberen Schwung hochkomme, ohne dass ich da irgendwie reinbremsen muss. Das ist so eigentlich das, was ich erreichen möchte. Und dann bin ich dann auch sehr, sehr zufrieden. Genau, ich werde diese Strecke zweimal fahren, jetzt einmal ich so alleine und danach werde ich Instruktionen bekommen, was ich anders machen kann oder was ich verbessern kann und das werde ich euch dann in der zweiten Session dann auch zeigen und auch ein bisschen zeigen, was ich denn anders mache. Momentan sitze ich eigentlich relativ gerade auf dem Bike, also ich habe die Knie nicht irgendwo auf der Seite. Das wird dann sicherlich dann in der Session 2 ein bisschen anders sein. So, ich halte jetzt die Klappe und nehme euch hier mit und ihr habt dann sicher ein paar Kommentare, was ich besser machen kann. Viel Spaß!
So, ich komme langsam am Ziel an. Ja, ich bin eigentlich recht zufrieden. Jetzt für das zweite Mal hier hochfahren. Es ging alles in einem Guss, habe ich das Gefühl. Natürlich noch hier und da unsicher, aber ich denke, ich bin hier auf einem guten Weg. Ich werde mir jetzt, wie gesagt, die Instruktionen holen und werde dann mit der zweiten Session beginnen. Bis gleich! Also, die Instruktionen haben ergeben, dass ich mit meinem Oberkörper mehr arbeiten muss. Auch der ganze Körper mit der Verlagerung links-rechts arbeiten muss. Die Knie natürlich nicht Hang-Off, aber ich sag mal auch mit den Knien ein bisschen nach außen komme, so dass ich mehr mit dem Oberkörper eigentlich, wenn ich mit links gehe, in die linke Seite und nach rechts auf die rechte Seite. Das werde ich jetzt versuchen und bin gespannt, wie es sich anfühlt. Gemäß Instruktionen wird die Maschine leichter, also weil nicht nur aus dem Handgelenk Hüfte, sondern wirklich mit dem ganzen Oberkörper dann gearbeitet werden kann. Es tut mir leid, die Kameraperspektive wird sich dadurch hier und da ein bisschen verschlechtern, weil ich, wie gesagt, mit dem Oberkörper natürlich dann viel, viel näher oder ein bisschen weggehe aus dieser Perspektive. Ich werde mir das dann überlegen, wo ich zukünftig die Kamera hin tun soll, um das Sichtfeld gleich gut zu belassen. Alright, ich halte jetzt schon die Klappe und konzentriere mich jetzt hier vor mir. Seht ihr den TT-Fahrer? Also ich werde ihn jetzt nicht in der Geschwindigkeit nachfahren, er fährt hier auch nicht 100%, sondern ich versuche vor allem diese seitliche Bewegungen jetzt mal zu üben. Ich wünsche euch viel Spaß und melde mich dann oben zum Schluss wieder.
Ja, also wirklich ein absolut anderes Gefühl. Also durch diese Aktivität viel mehr auch mit dem Körper mitzuarbeiten, auch die Verlagerung auf dem Sitz. Also muss ich wirklich sagen, das gefällt mir. Also das ist wirklich sehr aktiv, ein bisschen wie beim Skifahren, oder? Man kann nicht einfach nur hinten runter sitzen und dann Skifahren, sondern man muss natürlich auch aktiv mit dem Körper mitarbeiten. Und das scheint mir hier beim Motorrad genau gleich zu sein. Ist ein bisschen mutiger, also ab und zu hängt man so ein bisschen neben dem Motorrad, also das heißt, man muss dann eigentlich die Perspektive, wo ist das Motorrad und wo bin ich, muss man natürlich auch unter Kontrolle haben. Super Ducati, die ich hier habe, also ich habe hier vollstes Vertrauen. Diese Pirelli-Reifen, die kleben hier auf dem Asphalt, hervorragend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Schwarzwald-Ausflug. Lasst ein Like da, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ja, vielleicht sehen wir uns mal hier im Schwarzwald. Ja, tschüss! Hm? Deutlich besser, merkst du? Ja, wird viel besser. Egal, ob bergab oder berghoch. Ja.